In Bielefeld suchen die City-Detektive Eugen und Fadi einen Ladendieb. Die Überwachungskamera eines Drogeriemarktes hat den Diebstahl aufgezeichnet. Doch die Mitarbeiter konnten nicht schnell genug reagieren. Da ist ein Dings hier. Kaffee. Ich geh mal da rein. Oder du bist halt Südländer. Geh mal da rein. Guck mal. In dem Kaffee? Ja. Oh, die kennen mich alle. Ja, trotzdem. Geh mal rein. Hier, guck dir das Video an und geh rein. Du fällst dann hier auf. Eugen hat einen Videobeweis auf seinem Smartphone abgespeichert. Die beiden wollen damit beliebte Treffpunkte abklappern, in der Hoffnung, dort auf den Verdächtigen zu treffen. Der hat was Gelbes drunter. Ja, gelb-grau. Ja. Wir vermuten, dass er jetzt irgendwo im Café ist, beziehungsweise in einer Bäckerei da hinten rechts. Da werden wir gleich hingehen. Wenn wir den sehen, werden wir den natürlich ansprechen. Gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, in die Passage beispielsweise reinzugehen oder hier in dieses Café oder vielleicht einfach gerade auch zu gehen. Das werden wir gleich. Wir werden das mal alles ausschließen. Wenn wir den nicht mehr finden, dann wird er dann vielleicht beim nächsten Mal angesprochen. Es ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. In Cafés, Bäckereien und beim Imbiss in der Innenstadt suchen die Detektive nach dem Dieb. Fehlanzeige. Trotz eines Fotos können sie den Mann nicht auffinden. Die City-Detektive nehmen es gelassen. Ein erfolgreicher Dieb kommt selten nur einmal. Ich hab überall geguckt, du. Ist nicht schlimm. Zumal der ist ja schnell erkennbar, ne, mit seinem Pullover, aber nichts. Nein, nicht schlimm. Ich würde jetzt die Bilder ausdrücken, dann lasse ich das mal da liegen. Die Mitarbeiter werden sich schon melden, die werden wiederkommen. Das sind Stammkunden, hundertprozentig. Also Enttäuschung ist es für mich nicht. Wir haben sehr viel Geduld und wir wissen, dass unsere Kandidaten immer wiederkommen. Ob die jetzt hier oder in anderen DM mal zuschlagen, das wissen wir. Deswegen haben wir auch die Videoaufzeichnung gesichert. Wir werden in Zukunft auch die Bilder ausdrücken, sodass jeder Mitarbeiter sehen kann, um wem es geht und auch sofort informieren. Der nächste Einsatz folgt. Ein Brillengeschäft fordert Unterstützung von den Detektiven. Okay. Ja, ich bin eigentlich sofort da. Okay, zeigen Sie mir den gleich, ja? Danke. Eugen will den Verdächtigen im Geschäft observieren. Ich habe einen telefonischen Hinweis bekommen von einem Verkäufer, der wohl gesehen hat, dass ein Kunde sich eine Brille in seine Tasche gesteckt hat. Und das Komische dabei war, dass da noch eine Sicherung dran war. Deswegen natürlich sind wir davon ausgegangen, dass es Diebstahlware ist. Und aus dem Grund bin ich schnell dahin gelaufen. Der Detektiv informiert seinen Kollegen Fadi über den Vorfall. Ja, ich stehe gegenüber von der Ampel. Alles klar. Okay, ciao. Also der Tatverdächtige kommt jetzt gleich da raus, aus der Tür, aus dem Brillengeschäft. Da kommt er, glaube ich, das ist der, ja. Es soll sich um eine hochwertige Sonnenbrille handeln, die der Mann vermutlich eingesteckt hat. Sofort nehmen die Detektive die Verfolgung auf. Vor einem Taxistand stoppen Fadi und Eugen den verdächtigen Mann. Guten Tag. Wie er sieht, der sieht die Streifen. Kommen Sie bitte mal zu mir. Eugen telefoniert mit dem Brillengeschäft, während Fadi den Verdächtigen kontrolliert. Machen Sie mal die Tasche auf. Ja, wir haben folgendes. Da ist nichts drin. Da ist ehrlich nichts drin. Warten Sie mal ganz kurz. Wieso? Was ist denn los? Ja, sage ich Ihnen. Es geht um diesen Artikel hier. Was ist für ein Artikel denn? Um den hier, der noch gesichert ist. Das kann nicht Ihre Brille sein, weil da nämlich noch eine Sicherung dran ist. Und die haben Sie jetzt gerade aus dem Geschäft mitgenommen. Also im Normalfall ist das so, dass solche Brille besonders gesichert sind. Die haben eine Sicherung, die werden verschlossen. In ein Regal. In dem Fall war das so, davor hat sich ein Kunde bedient, das heißt, der Kunde wurde beraten, das Regal wurde geöffnet und die Verkäufer haben eben vergessen, diesen Regal zuzumachen und ich weiß nicht, ob der Verdächtige schon im Laden war und das gesehen hat und hat die Situation dann ausgenutzt. Ich weiß nicht, wie die da reinkommt. Also. Ja, haben Sie einen Ausweis dabei? Ausweis? Also ist das Sie? Ist das Sie? Ich habe die nicht gesehen. Die Dame sagt, eine Brille mit einer Sicherung. Ja, das ist ja eine Sonnenbrille. Hier ist ja noch eine Sicherung zu sehen. Ja, aber ich weiß nicht, wie die da reinkommen. Wo rein? In Ihre Tasche. Geben Sie mir mal erstmal Ihren Ausweis bitte. Und dann können Sie weiter diskutieren. Okay. Jetzt können Sie mit ihm weitersprechen. Ja. Der Warenwert mit 250 Euro. Wie teuer ist die? 250. Ja. Das heißt ja. Wollen Sie
Ihnen was zu sagen, müssen Sie aber nicht. Für mich haben Sie den Ladendiebstahl begangen. Was soll ich da sagen? Ja, das weiß ich nicht. Ja oder nein? Geben Sie es zu oder geben Sie es nicht zu? Wenn Sie es nicht zugeben, da vorne ist die Stadtwache, gehen wir gleich zu, hin. Ja. Ja, aber was wir jetzt, 250 Euro, was wir, ja, aber was wir jetzt noch mal prüfen müssten, ist, die Verkäuferin hat ja jetzt nur gesehen, wie sie die eingesteckt haben. Ich möchte wissen, ob sie noch mehr drin haben. Weil das, sie wusste ja nicht, ob sie noch mehr hat. Also so, einmal die Tasche. Nein, machen Sie einfach nur die Tasche auf, das reicht Ihnen ja. Da war ja nichts drin. Also da war nichts Großartiges drin. Okay. Ich hab ehrlich gesagt... Was ist das denn hier? Das ist mein Ladekarten. Okay. Für mein Handy, ja. Okay. Kommen Sie jetzt gerade von der Arbeit oder von wo kommen Sie? Ich komme von der Arbeit. Ich wollte mir das doch mal anschauen. Aber wenn Sie arbeiten, dann können Sie sich wahrscheinlich sowas leisten, oder nicht? Oder man braucht sich irgendwas Günstiges. Ich prüfe das gerade mal, ne? Das kann eine 250-Euro-Brille sein. Was soll ich dazu sagen? So, ich bin knapp bei Kasse, ich arbeite viel. Das verstehe ich, aber das ist ein Luxusartikel. Sie haben ja kein Brötchen geklaut oder Wasser. Der hat eine Arbeitskleidung, also kann ich davon ausgehen, dass er einen Beruf nachgeht, entsprechend auch dafür Geld bekommt. Ne, und eine Sonnenbrille für 250 Euro ist für mich ein Luxusartikel. Wenn ich kein Geld habe, dann spare ich, beziehungsweise ich kaufe mir eine günstige Brille, vielleicht für 20 Euro oder 50 Euro, ist alles möglich, oder lass mir eine schenken. Diebstahl ist kein Kavaliersdelikt, das hat der Langfinger offenbar noch nicht verstanden. Wir werden diese Brille erstmal sicherstellen und ans Geschäft zurückgeben. Wir werden eine Anzeige schreiben, Sie bekommen erstmal Hausverbot für 2 Jahre, Sie dürfen das Geschäft nicht mehr betreten. Und wenn Sie das doch tun, bekommen Sie Anzeige wegen Hausverbot. Sind Sie da Kunde oder... Sind Sie Brillenträger? Ich bin selber Brillenträger. Ich bin auch selber bei Kunde. Ja, deswegen würde ich das vielleicht schriftlich machen. Vielleicht haben Sie davon die Möglichkeit, aber erstmal haben Sie auch so. Er hat ja was dazu gesagt. Er hat gesagt, er hat kein Geld und braucht eine Sonnenbrille. Also kann ich davon ausgehen, dass er gezielt in den Laden gegangen ist, um ihm eine Brille zu klauen. Die sollte wahrscheinlich dann nicht so teuer sein. Das war jetzt wirklich vielleicht ein Zufall, dass er jetzt wirklich diese Brille für 250 Euro genommen hat. Aber ich denke, wenn das nicht geklappt hätte, hätte er wahrscheinlich sich eine Brille genommen, die einfach irgendwo frei im Regal liegt. Vielleicht 50 Euro oder 60 Euro. Also klauen wollte er auf jeden Fall. Dem jungen Mann flattert eine Anzeige ins Haus. Falls er erst Täter ist, droht ihm ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, andernfalls sogar eine Gefängnisstrafe.